Und bei uns läuft am laufenden Band der Teleprompter. Der Teleprompter ist eine verspiegelte Scheibe vor der Kameralinse, auf der Text steht, den zum Beispiel Nachrichtensprecherinnen und Nachrichtensprecher dann lesen. Und es sieht so aus, als wüssten die alles auswendig. Bei uns ist ein Lückentext im Prompter und ihr müsst diese Lücke mit eurem Wissen richtig befüllen. Für jede korrekt gefüllte Lücke gibt es einen Punkt. Es zählt immer die erste Antwort. Ihr könnt euch hinterher nicht korrigieren. Heute haltet ihr, und darauf bin ich ganz besonders gespannt, nichts Geringeres als eine Rede an die Menschheit. Liebe Shirin, folge mir dorthin. Du wirst eine Rede an die Menschheit halten. Mhm. Und wir sind alle sehr gespannt und sehr begeistert. Ich bin auch gespannt. Och, wie nett. Guck mal, Joko, das hast du... Joko, tust du mir gefallen. Es ist wirklich... Das ist gerade ein so schöner Moment. Nimmst du dir bitte selbstständig die Blickwinkelkonzentration? Ja, natürlich. Macht ihr beide mal. Genau. Shirin, bitte. Ach, ist das süß. Das ist doch selbstverständlich. Vielen Dank. Liebe Shirin, pass auf, wenn es losgeht, geht es sofort los. Die Rede an die Nation von Shirin David. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, in Kürze wissen wir, wer nächste Woche diese Show moderieren wird. Manche meinen, die Zukunft sei so ungewiss wie der Ausgang der letzten Bundestagswahl im Jahr 2017. Doch glauben Sie mir, genauso wie die 5 Spice Girls mit ihren Spitznamen Scary Spice, Baby Spice, Ginger Spice, Posh Spice und Sporty Spice heißen, ich spreche dem amtierenden Moderator dieser Sendung mein vollstes Vertrauen aus. Allen Zweiflern entgegne ich Forrest Gumps berühmten Ausspruch: Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Es ist an der Zeit, den Ball namens Zuversicht so zu versenken, wie nach eins der insgesamt erzielten erfolgreichsten deutschen Basketballspieler in der Dirk Nowitzki. Wir können nicht zulassen, dass wir das Verb gewinnen nur im Konjunktiv 2 erste Person Plural verwenden, nämlich wir. Sollten nicht auf das Jahrzehnt zurückblicken, in dem ProSieben auf Sendung ging, nämlich die sondern in die Zukunft schauen, wie unsere Freunde der National and Space Administration, abgekürzt NASA, den Bürgern der Stadt Deutschlands, in der die Mercedes-Benz AG ihren Hauptsitz hat, ist natürlich nicht Affalterbach, sondern Stuttgart, sage ich. Bei der Standardstimmung einer G-seitigen Gitarre hat die tiefste Seite die Note E. Ich versichere Ihnen, wir gemeinsam können es schaffen. Und vergessen Sie nicht, sowohl der Discounter mit dem schwarzen Hund im Logo, als auch der mit dem gelb-roten Logo heißt Netto. Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien von Herzen Gesundheit und Optimismus. Vielen Dank. Wahnsinn. 8 richtige Antworten. Boah. Fantastisch. Wunderbar, schön. Sehr Vielen gut. Dank. Ach, ist das schön. Ach, ist das schön, ne? Mhm. So, wunderbar. Aber wir schauen mal, was hier los ist. Ich weiß nicht mehr, wie rum, aber ich glaube, das ist richtig rum. Hallo. Hallo. Lieber Joko, du bist dran. Es steht fantastische 16 zu 20 Punkten. Und wir brauchen jetzt natürlich, deshalb haben wir das mit den Kopfhörern gemacht, die gleiche Rede noch einmal. Diesmal wahrscheinlich auch überzeugend von Joko Winterscheid. Liebe Mitbürgerinnen und liebe Mitbürger, in Kürze wissen wir, wer nächste Woche diese Show moderieren wird. Manche meinen, die Zukunft sei so ungewiss wie der Ausgang der letzten Bundestagswahl im Jahr 2021 minus 4 sind 17. Doch glauben Sie mir, genauso wie die 5 Spice Girls mit ihren Spitznamen Scary Spice, Baby Spice, Ginger Spice, Posh Spice und Spice Spice heißen, ich spreche dem amtierenden Moderator dieser Sendung mein vollstes Vertrauen aus. Allen Zweiflern entgegne ich Forrest Gumps berühmten Ausspruch: Das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. Es ist an der Zeit, den Ball namens Zuversicht so zu versenken, wie eins der insgesamt erzielten Punkte erfolgreichsten deutschen Basketballspieler in der NBA, Herr Detlef Schrempf. Wir können nicht zulassen, dass wir das Verb gewinnen, nur im Konjunktiv 2, erste Person Plural, nämlich wir fickt euch. Wir sollten nicht auf das Jahrzehnt zurückblicken, in dem ProSieben auf Sendung ging, nämlich 1970, sondern in die Zukunft schauen, wie unsere Freunde in der National Aeronautics and Space Administration, abgekürzt wahrscheinlich NASA, den Bürgern der Stadt Deutschlands, in der die Mercedes-Benz AG ihren Hauptsitz hat, natürlich Stuttgart, sage ich, bei der Standardstimmung einer sechsseitigen Gitarre hat die tiefste Seite die Note Fis.
versichere Ihnen, wir gemeinsam können es schaffen und vergessen Sie nicht, sowohl der Discounter mit dem schwarzen Hund im Logo, als auch der mit dem gelben, gelb-roten Logo heißen Ihnen und Ihren Familien von Herzen ein Discounter mit schwarzem Hund im Logo. Optimismus. Meine Damen und Herren, das war das Schönste, was ich je gehört habe. Entschuldigung. Das ist eine unglaubliche Situation, weil ihr wart beide sehr, sehr gut, aber es hat nur gereicht, das war wirklich sehr gut, für einen Gleichstand. Ihr habt beide 20 Nicht Punkte. Dein Ernst.